Hallo Freunde, das heutige Google Doodle feiert den 105. Geburtstag von Freddy Hirsch. Freddy Hirsch, deutscher Athlet, Sportlehrer. Google hat sein Homepage-Logo durch animiertes Doodle in Deutschland ersetzt. Das heutige Doodle feiert den 105. Geburtstag des deutsch-jüdischen Pädagogen und Sportlers Freddy Hirsch. Hirsch ist bekannt für seinen charismatischen Geist und sein Engagement für die Unterstützung von Kindern. Er half, jüdische Jugendliche während des Zweiten Weltkriegs zu retten und bereicherte ihr Leben mit Kunst. Alfred Freddy Hirsch wurde am 11. Februar 1916 in Aachen geboren, wo er seine Karriere als Lehrer bei mehreren jüdischen Jugendorganisationen und Sportverbänden begann. Er war offen schwul zu einer Zeit, als seltsame Menschen von der wachsenden Nazi-Partei strafrechtlich verfolgt wurden. Um zu fliehen, suchte Hirsch Zuflucht in der Tschechoslowakei, bis das NS-Regime in das Land einfiel und ihn 1943 in das Ghetto Theresienstadt und später nach Auschwitz deportierte. Trotz aller Widrigkeiten unterrichtete Hirsch weiter in Auschwitz und richtete eine Kindertagesstätte ein. Er tat alles in seiner Macht Stehende, um den Jugendlichen in seinem Blog Hoffnung zu geben, Konzerte zu organisieren, Kinder zu ermutigen, Szenen aus Märchen zu malen und sogar Blechdosen zu retten, um Kindern bei der Herstellung von Skulpturen zu helfen. Viele der Kinder, die Hirsch unterrichtete, verdankten ihm seine kreativen Aktivitäten wie Zuzana Rutzikova, die Auschwitz überlebte und später eine der größten Cembalisten der Welt wurde. Am 11. Februar 2016 zum Gedenken an Hirschs 100. Geburtstag benannte das Gymnasium, das er in Aachen besuchte, zu seinen Ehren in Gymnasium und Cafeteria um. Heute sind diese Gebäude ein Beweis für seinen unzerbrechlichen Geist und setzen sein Erbe fort, das Leben junger Menschen zu verbessern. Alles Gute zum Geburtstag, Freddy Hirsch! Hier ist ein unbezwingbarer Held, der die Welt daran erinnert, selbst in den schwierigsten Zeiten mutig und optimistisch voranzukommen.